Excuse me. Was macht das Wasser aus den Händen gehabt? Ja, zwischendurch werde ich ja manchmal auch ein bisschen politisch. Und wenn man das alles studiert und so. Wo ist die Sonne? Ich habe den Hut im Schatten. So, ja, dann könnte einem das Landwirtleben fast verleiten. Ne? Könnte einem, ja, gibt einem manchmal zu denken, wie da die Zukunft und was alles und ja. Aber jetzt mal die andere Seite. Wir haben was? Irgendwie 13. September. Und ich bin da ja in Gondiswil. He? Der schönste Ort im Oberaargau wahrscheinlich. Und das ist eine Parzelle, die ist oben auf hier. Und ich zeige jetzt einmal euch die Rundumsicht hier. Und das entschädigt wieder viel. He? Ja. Nur manchmal sieht man es gar nicht von lauter anderen Sachen. Aber heute habe ich nicht ganz so gedrängtes Programm. Und es ist schönes Wetter. Dann will ich euch da mal die Rundumsicht zeigen, hier wo ich jetzt stehe. Da ist der Jura. He? Das hier ist übrigens alles schon Kanton Luzern. Die Hohwacht hier, ein Turm, wo man noch bessere Übersicht hat, in Reisiswil. Ja, da sehe ich es ein bisschen, hier ist Huttwil Richtung. Und das ist Ufussen, das ist auch schon wieder Luzern hier. Also der andere Hogger, das ist, ist egal. Die Berge, die sieht man jetzt nicht auf dem Video wahrscheinlich. Also ich, vom bloßen Auge sieht man Eigermönch und Jungfraujoch und die Schneeberge dort. Ja. Dann noch der Kronenkreiselschwader, ist natürlich auch eine Augenweide. He? Der Agrifull, ja, ist ein bisschen in die Jahre gekommen. So, jetzt bin ich um. Und bei staublau im Himmel, wunderbar. Ja. Gut, das war's. Und das Presseteam ist auch im Einsatz. Jawohl. Figu ist nicht mehr so sportlich, oder ja, war nie sportlich. Ich habe noch meinen Quad hier oben und bin da mit dem Trottinett meiner Tochter unterwegs. Ja, aber ja, das ist fast mühsamer als Laufen. Ich möchte noch Gras mähen gehen für morgen. Weil am Morgen ist das immer recht feucht.
Da geht das nicht mehr so gäbig, so praktisch. Gäbig. Und so gäbig zum Mähen. Würde ich sagen. So. Ziel erreicht. Jetzt geht's wieder praktischer. Wieder ein schöner Abend. So, jetzt muss das noch verräumt werden. Das ist die Luzerne hier. Die Luzerne, die ist ein bisschen grüner noch. Man sieht den Unterschied. Und das ist eine normale Kunstwiese. Schönen Abend. Tschüss zusammen.